Ja, ne? Ja, Ja. das ging ganz gut eigentlich, ja. So, ich will das aber so bauen, dass das hübsch aussieht. Zack. Fertig. Das wäre die Geschichte. Wann habe ich wieder ein Upgrade bei 14.995? Okay. Ja, du, So. sa du sammelst schon wieder Pfandflaschen bei mir. Echt? Ja, dein Geil. Müllwagen fährt hier wieder rum. Krieg ich auch daher Geld? Warte mal, Müllentsorgung Ja. kostet Geld, aber hier steht nicht, dass ich irgendwoher Geld Ich meine, kriege. das sieht man über die über die Regionsansicht. Oh cool, jetzt wird sogar angezeigt, dass mir zwei zusätzliche Gebiete gehören, wo ich vorhin auf Claim gedrückt habe, die ich aber gar nicht. Ja, es ist ein bisschen laggy wahrscheinlich, Ja. ne? Ja, ein wenig. Okay. Genehmigt für Sicherheitsabteilung LPT. Yeah. Ah ja, Feuer. Feuerwehr möchte hier natürlich mehr Feuerwehrwagen. Kriegen Sie zwei Stück. So. Was ist denn hier los? Das ist im Bau. Gebäude, wir stellen ein. Wir stellen ein. Okay. Ich habe immer das Gefühl, wenn das Gebäude leer steht, dass es ewig dauert, bis da Leute einziehen. Dass es fast schon schneller ist, wenn man einfach das Gebäude abreißt. Ja, man sollte es auch abreißen, aus dem Grund einfach, weil das eine Brandgefahr erhöht. Ziemlich. Okay, tschüss. Hier vorne ist auch kaputt. Okay, das ist weg. Okay, gut. So. Holen wir uns mal ein paar Sims wieder rein. Okay, jetzt diese andere Stadt zu laden, dauert wohl ziemlich. Ja, das hatte ich vorhin auch, als ich versucht hatte, bei dir reinzukommen. Ja, nee, ich schaue ja gerade in dieses Strausburg, Ja. Inseln, eins. So, das sieht doch schon mal nice aus jetzt hier. 6.800 Einwohner. Ja, da komme ich irgendwie nicht mehr so hinterher, muss ich sagen, gerade. Ich komme auch aus dem Ladebildschirm gerade nicht mehr raus. Erst dauert aber. Steht da, dass er die ganze Zeit irgendwas lädt und so, ne? Dass er. Ja. Ja, dann dauert es einfach länger jetzt. Er tunt gerade meine Atmosphäre. 7.100, yeah, und ich habe noch keine Bildung. Oh. Ist nice, ne? Ja. Aber ich baue ja gleich eine Bildungsakademie. Community College. Oh, Demnächst, was wenn bedeutet man. was? Das ist ein. Ja, das sind diese Gemeinschaftsunis aus den Ach, USA, ne? das ist einfach eine FH, ne? Fachhochschule. Schlechter eigentlich noch. Also so vom Edukationslevel so allgemein würde ich das schon so einschätzen, aber. Aber ich glaube, das Einzige, was ich hier auch sehe, es gibt ja Fachhochschule und es gibt. Also es gibt Also hier ich würde jetzt nicht unbedingt die deutschen Grundschule. FHs auf selbe Niveau heben wie Ja. die amerikanischen Community Colleges. Oh, jetzt sind die Allgemeine Musiker zu Hochschule, tragisch. Universität, Gymnasium, ja. Oh, meine Einwohner steigen wieder weiter. Ha, Ja, ha, irgendwie komme ich hier nicht mehr raus. Ich glaube, ich muss mal reconnecten. ja, nicht, dass du den Server mitnimmst. Nee, du hast ja, Ja, also. ist ja egal. Mache ich das gerade mal hier mit dem Task Manager. Das funktioniert ja nicht hier. Einfach mal alles vernichten. Alles vernichten. So, Leute, bauen. Kommt rein. Ich bin ja schon froh, dass ich nicht mehr den Circle of Death habe. Den ich gestern den ganzen Tag hatte, den ich versucht habe, mit den Servern zu verbinden. Eigentlich brauche ich mich ja gar nicht beschweren. Ne? Nee, Ich das habe gerade alles. überlegt, dass ich mir eine Limited Edition gekauft habe und eine Collector's Edition bekommen habe, plus City Set. Also kann man Schon sich ja nicht nice, so ne? beschweren, ne? Schon krasser Scheiß. War zumindest gestern sehr verwirrt, als du mir gesagt hast, ich habe eine Collector's Edition. Ich hätte das selber gar nicht gemerkt, glaube ich. Ja, West 1, checking for updates.
bin ja mal gespannt, ob das dann mit Sprachpaketen, also ich habe ja anscheinend nur ein rein englisches Spiel, ob das mit Sprachpaketen dann möglich ist. Oder ob das ähnlich wie bei Battlefield 3 ist. Vielleicht weiß das ja auch einer von unseren Zuschauern dann. Die Sprache umzustellen auf Deutsch, weil bei Battlefield 3 hat man ja das Problem, dass jedes Mal, wenn ein Update kommt, zieht er das komplette Spiel wieder neu runter. Ja, ja. Das hatte ich auch. Auch bei Mass Effect hatte ich das auch. Als ich meine russische Version da gekauft hatte. Your server is experiencing very high volume. You are now in a queue. Play button will become active once a space is available. To play immediately, select another server. Yay! Das klingt nach, wir spielen nächstes Mal wieder nachts oder so, ja? Ja, ich glaube, das ist der bessere Plan. Ich bin ja jetzt auch wieder ein wenig verfügbarer. So, hier kann ich ja noch ein Dings. Ich muss doch irgendwie da mehr. Pass mal auf. Oh, ich habe fast 10.000 Einwohner. Bin ich nicht krass oder was? Das ist unfair. Ich kann jetzt gerade gar nicht weiterbauen, ja? Jetzt stell dich nicht so an. Ja, aber baust du die ganze Zeit weiter Wohngebiete? Ich baue nur Wohngebiete. Ach so, deswegen boomt meine Wirtschaft gerade so, obwohl ich keine Arbeiter habe. Ich habe mich schon die ganze Zeit so gefragt, warum ich trotzdem so viel Geld kriege. Ja. Du musst dir meine Stadt einfach mal angucken, die ist ja richtig hässlich. Aber hat halt hauptsächlich Arbeiter. Und ich stell dir nochmal wieder ein bisschen Müll zur Verfügung. Kannst von mir gerne Müll haben. Das ist aber lieb. Ich habe nämlich 8 Autos gerade. Ja, alle voll mit Pfandflaschen, her damit. Da sage ich nicht nein. So. Also dafür lasse ich auch eindeutig meine Würde am Straßengraben liegen. Ja. Du suchst auch gerne Mülltonnen, ja? Ja, wenn es sich lohnt. Man muss ja von irgendwas leben, ist ja so, ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Als armer Student, du kennst dich da ja auch aus. Hallo, ich mache YouTube-Money. Ah, jetzt wollen sie ein Straßennetz, also Busse oder so haben, die spinnen doch. Ja. In dieser Stadt stinkt es, und zwar richtig. Geht das jetzt eigentlich auch, wenn ich auf einen... Ah, sie haben neue Server zugeschaltet. Sehe ich gerade. Ja, es gibt jetzt einen West 3, einen West 4 und einen Ost 3 für Europa. Geil, nochmal von vorn anfangen. Die armen Ozeanier haben nur einen Server immer noch. Ja, da... Ah, ich müsste vielleicht mal eine Müllverbrennung bauen, wa? Ich finde das halt so verwirrend, dass... die Server immer als verfügbar angezeigt werden und man dann trotzdem die Warteschlange bekommt. Das ist ja. Ja. Er ist ja verfügbar. Also, er spricht ja an. Das ist es ja. Es ist auch nicht möglich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem anderen Server wäre, auf West 2, dass wir trotzdem zusammenspielen könnten. Das ist echt das Ätzende, dass die ja servergebunden sind. Ja, da hätten wir vorhin vielleicht doch lieber den 2er oder 3er auswählen sollen. Das wäre vielleicht schlauer gewesen. Ja. Die Müllhalde in Dogtown nimmt Dude City einen Teil des Müllers ab. Juhu! Aber ich baue ja, sobald ich 25.000 habe, eine Müllverbrennung, damit hier ein bisschen mehr Zeug kommt. Ja, aber da brauchst du ja keine 25.000. Ach so, 25.000 Geld für. Kostet die so viel? Ja, die Verbrennung schon. Oh, okay. Ja, also ich habe ja die Anlage dafür, ne? Und dann brauche ich nur noch jetzt da das Verbrennzeug. 8 Autos habe ich. Oh, du bist ja ein richtiger Müll-Tycoon. Ja. Und ich krieg jetzt hier wieder Geld. Ich will doch nochmal eine Runde Klo-Manager spielen. Ja, mit Clotaldo. Jean-Clotaldo. Sauberes Wasser ist schon schön. Stellen Sie eine Müllhalde auf oder fügen Sie eine zu einer bestehenden Halde Ablade zu? Okay. Kostet gar nichts oder was? Verfügbar einfach. Na gut. So, zack. 46.000 habe ich plötzlich. Was geht ab? SimCity Server abgestürzt. Ja, Mann. Naja, wenigstens wirst du nicht mehr gekickt vom Server. Das ist ja immerhin schon etwas, dass man wenigstens trotzdem weiterspielen kann. Ja, stimmt. Ich habe auch ein Update gezogen. Fällt mir ein.
als ich das für heute Nacht einmal gestartet hatte, stand da hier Update. Vielleicht haben sie das so gemacht, dass man nicht permanent eine Verbindung braucht, also dass man nicht gekickt wird, sobald der Server nicht available ist. Ja. Und dann fühlen sie wieder. Das ist auf jeden Fall schon eindeutig eine Verbesserung zu gestern und vorgestern. Ja. Dass man überhaupt spielen kann, ne? Also. Ja. Weil das war doch sehr, sehr ärgerlich, wenn man da. Vor allem dann halt auch durch die Rollbacks seine Städte verloren hat direkt wieder. Da war man dann ganz froh, dass man mal die 10.000 Einwohner geknackt hat und schwuppdiwupp. Ach ja. Der will eine Brutstätte des Bösen bauen? Lassen Sie uns eine weitere schmutzige Fabrik bauen, um alles daran zu setzen, neue Kriminelle in die Stadt zu locken. Ach ja, der will Dr. Wu haben. Ja, das Dr. Wu-Quest fängt nämlich, glaube ich, in den Fabriken an, ja. Sorgen Sie dafür, dass 5 Verbrecher frei herumlaufen. Aha. Stellen Sie Wu-Turm auf. Ihr spinnt doch. Aber bei mir ist richtig viel Traffic. Ich habe immer noch nicht verstanden, was man denn davon hat. Du kannst. Wenn eine superkriminelle Stadt baut. Naja, du kannst damit andere Spieler trollen, wenn deine superkriminelle Stadt neben einer anderen Stadt ist, zum Beispiel neben so einer. Oder kriegt man vielleicht noch viel mehr Geld in einer Casino-Stadt, wenn man viel Kriminalität hat oder so? Okay. Hören die dann alle Hip-Hop, oder wie? Ja, ich glaube. Und fahren in den ganzen Straßen nur noch Lowrider rum und überall werden Drogen vertickt. Sehr schön. Bürgermeisterhaus. Kann ich bauen. Wo baue ich das denn hin? Wo baue ich denn mein Haus hin? Bei mir dauert es noch 15 Minuten, bis ich wieder joinen kann. Also beziehungsweise zumindest laut der... Oder dann heißt es, suchen Sie sich einen anderen Server, Sie Arsch. Da würde ich mich sehr freuen, ja. Wo baue ich denn mein Haus hin? Dein Haus? Ja, möglichst in die Nähe von Wohngebieten, ne? Weil die... profitieren davon. Wie ich den Tooltip gelesen habe, freuen die sich sehr, wenn sie sich bei dir ein Glas Milch leihen können. Also... Okay, ich versuche mal hier irgendwo das dann hinzupflanzen. Vielleicht hier so. Hier sind die dann bis. So ein paar Trailerparks abreißen und das dann reinklatschen. Ja, richtig. Hier, das ist ja alles asozial, hier das ganze Gebiet. Hey. Leute, euer Haus muss weg, weil ich hier wohnen will. Verpisst euch. Aber das ist schon ganz gut, dass das. Dass die Stadt sozusagen nicht dynamisch weiterläuft, wenn man halt nicht mehr drin ist. Im Prinzip hast du dadurch halt natürlich immer die Möglichkeit, mit deinen Freunden besser zu spielen. Weil der eine immer weiterspielen kann. Ich meine, wie oft hat man das, dass jemand zu einem Termin weg muss oder. Ja. Oder etwaig halt keine Zeit weiter mit dem Spiel verbringen kann und dann kann der andere trotzdem weiterspielen. Die Region kann sich weiter verbessern, auch wenn man jetzt gerade eben mal nicht da ist. Also, ich habe das ja jetzt öffentlich noch nicht ausprobiert, aber das muss bestimmt auch ganz interessant sein, wenn man da mit ziemlich vielen Leuten spielt. Ja. Denke ich mal. Was ist denn jetzt hier mit meinem Müllwagen los? 2414, geleerte Mülleimer von 2638. Spitze aus oder was? Oder wie oder was? Oder wer oder wann oder wer oder was? Ne? Was, Captain? Saufen bis wir umfallen. Saufen bis wir umfallen. Ist das vielleicht ein Vögelchen? Ach ja. So, meine Damen und Herren. Mit Doofen zu tun hier, echt, ey. Auf die Schnauze, ey. Ich muss mir die Scheiße den ganzen Tag anhören, ey. Geilen Kanzler. Ach ja. Warteschlangen sind schön. Boah, wie hier Traffic. Alter Schwede. Kann ich die Autobahn nicht irgendwie noch anders anfahren? Eine weitere Autobahnauffahrt? Das habe ich mich auch schon gefragt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dazu muss man dann wirklich eben, um die Autobahnauffahrt sozusagen zu entlasten, muss man dann eben eine Bahnstation oder eben einen Fährenposten bauen. Ja, also ich mache hier erstmal... Geht ja nur einen Fährenposten, glaube ich. Du hast ja keine Bahnanbindung, oder? Ich glaube nicht, nee. Muss hier erstmal hohe Dichte produzieren. SimCity Server ist wieder weg, ja, herzlichen Glückwunsch. So, nice one. Hohe Dichte.
Das müsste doch auch die Industrie hier freuen, wa? Denkste!